Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge, die Nachbarsbauern-Challenge der Generationen. Mit dabei in den Hauptcharakteren, Gacki spielt irgendwo da drüben, ja, am Ballenhandling. Das genau. Hat er schon mal ganz gut geübt. Und unsere zwei Rookies. Hallöchen euch. Mahlzeit. Mahlzeit. So, ich bin hier dabei wieder, die Ballen, die ich das letzte Mal aus Versehen etwas unschön vom Hänger abgeladen habe. Wieder. Wir lassen euch hier mal alleine kuscheln, ne? Ja, genau, jo. Hier. Ja, wir tun mal. Bis später. Bis dann. Ja, also man hat ja gestern in der letzten Folge gehört, die Jungs machen auch Vermehrungsgras. Also haben die das genauso, wie wir das auch geplant haben. Mhm. Wir müssen nur überlegen, ob wir eventuell Vermehrungsgras auch hier auf das Feld hier drauf machen. Okay. Weil es einfach ja gutes Geld bringt. Ja. So, ich glaube, ich muss jetzt auch mal schummeln. Hallo? So. Ja. Also ein Feld. Gott, hier stehen zu viele Ballen. Ich glaube, ich brauche bloß noch ein Päckchen. Du schon schön vorbereiten für dich. Das machst du hervorragend. So. Na, bleibst du da. Vorsicht. Ja, komm. Ich sehe. Bleibt. Macht Männchen. So, schön langsam. Oh Gott. Weil dann würde ich nämlich sagen, wenn du jetzt die ersten Ballen wegbringst, dass ich schon mal hier mit der Bodenbearbeitung beginne. Auch wenn wir eigentlich noch ein zweites Feld hätten, das wir noch abernten müssen. Dass es zumindest schon mal wachsen kann, ne? Ja, wie steht der da? Guck mal, da müssen wir weder kalken noch pflügen. Das ist gut. Das heißt, wir düngen einmal, säen und düngen gleich nochmal drüber. Dann ist das nämlich gleich erledigt. So, Düngerstreuer. Gut. Düngerstreuer sollten wir irgendwo haben, glaube ich. Oder? Ja. Also der Hänger ist definitiv nicht für die Zwecke ausgelegt, ne? Haben wir nicht irgendwie nicht größere Ballenanhänger? Ja, wir haben wirklich nur diesen komischen Klappbahn drin. Also, eine sehr gute Alternative, auch gerade für Rundballen, aber der hat am Anfang sehr viel rumgebackt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser geworden ist. Das ist der, wo der Standard, den wo es auch im Mod-Hub gibt. Weiß nicht, wie der heißt. Ja, ich muss sagen, den ich bei mir jetzt auch wiederum in dem Realistic Farming Ding drin habe, der ist eigentlich auch ganz witzig. Wobei man bei dem, den kann man auch mit Autoload konfigurieren, das wollen wir ja nicht. Da würde ich einfach gucken, wie eigentlich, glaube dieser, du meinst den, Fliegel DPW oder so irgendwie. Ja, genau. Müssen wir mal gucken, dass man da eben einen ohne Autoload findet. Ja, der Mod-Hub, der ist komplett. Ich krieg den Ballen da gar nicht drauf. So. Dann fahre ich jetzt mal kurz zum Shop und hol mal ein bisschen Dünger. Das ist aber. Warte mal, vielleicht kann ich das. Ja, wie gesagt, ist die Frage entweder das oder wir nehmen wirklich den Ursus mit rein, an den Autostack. Ja, ich glaube, ich bringe die Ballen da nicht drauf. Kann es vielleicht mal. Und dann, gut, wir können ja rein theoretisch beides machen.
Weil dann mit dem Autostack, da kriegst du halt 8 Ballen auf einmal weg. Das wären, ja, sind 32.000 Liter. Ja gut, im Gegensatz zu 23 vom Ladewagen ist ja schon wieder ein bisschen mehr. Aber den DPW, den gibt es auch ohne Autoload. Also, und ohne Autoload könnte man ja nehmen. Also ich kriege den da definitiv nicht drauf. Das kannst du vergessen. Ich habe jetzt 10 Ballen drauf. Ja, es sind ja immerhin 50.000. Vielleicht kann ich den einen da noch so drauf machen. Dünger. Ups. Da passt noch mehr rein, dann kurven wir noch einen. Wow, habe ich das geil abgestellt. Okay. Und das Gewicht habe ich ja auch noch hinten dran. So, okay, jetzt ja. Das Witzige ist ja, wir reden die ganze Zeit immer über Gewinnen und Verlieren. Es gibt noch gar keine Gewinnbedingungen. Das ist richtig. Haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Ja, was für Gewinnbedingungen wollen wir denn anstreben? Geld oder... Aber Geld an sich ist, glaube ich, ein bisschen low. Ja, also ich fand, also wenn wir jetzt mal wieder zu einem Projekt, einem anderen Challenge-Projekt von anderen YouTubern geht, die haben eben gesagt, 100.000 Liter von jedem Getreide im Lager haben. Da hast du dann schon ganz schön zu tun, wenn du dann eben auch Strohpellets, Heupellets dazu nimmst, Mischfutter und so. Da hast du, glaube ich, ganz schön zu kämpfen. Und vor allem, du kannst eben nicht sagen, ach, ich mache jetzt alles Vermehrungsgras und mache einfach Geld damit. Sondern da musst du eben wirklich diversifizieren, sozusagen. So, das fände ich schon eine interessante Variante. So, steht jetzt der kleine Ballen eigentlich noch da vorne, der eine 4000er? Ja, der liegt hier. Dann fahre ich mal das Verkaufen. Wobei hier liegen noch zwei. Ne, das ist noch ein großer hier und der kleine liegt hier direkt bei der Presse. Ja, das müsste der kleine sein. Ich mache hier weiter. Ich hatte eben schon geguckt, der Futterverkauf ist doch ein bisschen weit weg, sonst hätte ich nämlich einfach mit dem Frontlader ein paar Ballen darüber gefahren, aber das... ist so. Mir dann doch zu weit. Okay, Stohverkauf. Kriegen wir denn da überhaupt irgendwas? 119 für 1000 Liter, okay. Und wo machen wir das? Beim Futterverkauf. Wo ist denn der? Futterverkauf, hallo. Leuchte mal für mich. Da hinten. Okay. Mal gucken, ob wir da hinfinden. So, ich muss aber langsam fahren, nicht, dass wir das ganze Zeug umschmeißen. Ne? Wir haben ja Realistic Gewicht, glaube ich, ist drin, oder? Ja. Ach du Scheiße. Okay, machen wir mal ein Tempomat an. 2 km/h ist vielleicht fast ein bisschen langsam. Und denke auch dran an den verlängerten Bremsweg. Ja. Weil wenn du hast gesagt 10 Ballen, also 50.000 Liter, ja, das könnte, da könnte man schieben. 11, ich habe noch einen mit aufgelegt und festgemacht und einen habe ich vorne dran. Ich bin voll bepackt bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, jetzt
verzichten wir hier mal auf GPS kurz zum Düngen. Das kriegen wir auch so hin. Also ich fahre halt wirklich jetzt nur 25, ne? Weil wenn wir den umschmeißen, ich glaube, dann wird das Gelächter. Ein Problem. Ja. Jetzt weiß ich nicht, muss ich hier jetzt schon abbiegen? Nee, ich glaube nicht, ne? Also fahren wir noch ein bisschen. Fahren wir noch ein bisschen geradeaus. Geradeaus fahren kann ich ganz gut. Es wird nur interessant, ob der Steyr mit der Seemaschine zurechtkommt. Der Kleine. Ja, wir brauchen noch einen Schlepper, ne? Ja. Was wollen wir uns da holen? Ein bisschen was stärker ist, oder? Könnte man vertagen. Also ich würde wirklich sagen, den Steyr eventuell weg und einen MB-Truck. Auf dem MB-Truck kannst du eine Pflegebereifung drauf machen. Zur Not. Kannst einen Frontlader dran machen, so wie bei dem. Und wenn du den in der großen Ausführung nimmst, hat er 260 PS. Kann ich da schon einfahren? Achso, ich würde einen Dritten einfach nehmen. Oder so. Dann gucken wir mal, was wir jetzt aus dem Ertrag rausbekommen, weil wir haben ja auch noch den Hafer im Lager. Von dem Feld und von dem anderen Feld kommt ja auch noch Getreide dann raus. Und mal gucken, was die Ballen bringen. Na, die Ballen bringen so 5000, wenn ich das mal so grob über ein bisschen mehr vielleicht. So, hier haben wir Straße, kann man mal ein bisschen mehr Gas geben. 32 tau ich mich fahren. Ja, dann können wir vielleicht noch ein bisschen. Ist halt noch, können wir uns so einen großen Traktor nicht leisten. Das ist richtig. Noch muss ein bisschen Geld reinkommen. Da steht ein Bennett. So, wo ist jetzt hier die Einfahrt für den Verkauf? Ah ja, ich glaube hier. Da leuchtet etwas. Gut, das werden wir mal probieren. Zack. Die ersten 477 Euro sind am Konto angekommen. Yay. Was ist mit beim... Hallo? Spiel? Was ist nur verkehrt mit dir? Hör auf damit! So habe ich die... Ja, guck dir das mal an hier. Wir haben hier Ballenkauderwelsch. Oh. Sieht nicht gesund aus. Ja. Ich will ja nicht. Ja, jetzt machen wir die Spanngurte weg, damit die anderen Ballen aus der Luft auch rausgehen. So, da sind immer noch zwei drauf. Hallo. Zurück. Ballen immerhin 1200 Euro. Das müssten zwei Ballen sein. Einer hat 477 gegeben, das war aber der kleine. Das war der mit 4000 Liter. Achso, na gut, dann ja, 600, einer, gut, dann sind das immer zwei gewesen. So, wirst du die jetzt noch los hier? Bestimmt, oder? Warte mal, ich mach mal die Spanngurte wieder ab. Nee, er will nicht. Dann lade ich die eben gleich ab. Das ist kein Problem. Aber ich weiß gar nicht, warum die das so umgetanzt haben. Ne? So. Wo ist mein... Ach, da ist mein Steyr im Gebüsch versteckt. Ach, scheiße. Das Gute ist, dass wir noch nicht angesät haben. Weil ich habe gerade auf der Karte gesehen, es kommt gerade so eine Unkrautwelle. Ja, die können wir uns dann sparen, ne? Ja. So, jetzt lass mich mal gucken.
Doch, doch, das 33er dürfte das größere Feld sein. Ach, echt? Komm, Spiel, du wirst mich doch echt verarschen, oder? Ich bin falsch abgebogen. Nein. Oh, komm. Ach doch, da geht's nochmal rein. Oh. Nein. Nein. Das ist die richtige Garage. Was, sag mal. Also das Spiel ist heute echt nicht auf meiner Seite, ne? Vermehrungsgras, genau. Das wollen wir haben. Also 597 Euro gibt einen Ballen. Ja. Weil das Gute ist, wenn wir uns einen anderen Ballenanhänger kaufen, dann weiß ich auch schon, was wir mit dem anderen machen. Mit dem kleinen. Da kann man immer ein paar Big Bags Saatgut und Dünger draufstellen. Ja, das geht auf jeden Fall. So um dann damit aufs Feld zu fahren. Genau, so ein Versorgungshänger. Das habe ich auch mal zeitlang gemacht. Das ist ganz praktisch. Ja. Ich bin nämlich gerade schon mit der Sämaschine jetzt auf dem Weg wieder mal zum Händler. Bisschen Einkauf. Oh, doch. Ah, ja. Au, au, au. Das war ein Auto. Was ist denn hier für ein Verkehr los? Hallo? Hallo? Ja, genau. Halt du mal an. Ich komme da zwar eh nicht rum, aber egal. Guck. Kleine Kratzer macht nichts. So, okay. Abgeladen. Alles verkauft. 7.500 oder so. Haben wir, glaube ich, Gewinn gemacht. Das ist gut. So. Gut. Würde gerne mal hier rausfahren wollen. Hallo, halt! Ich hab doch Vorfahrt. Mensch, hast du es nicht auf meiner Nase gesehen? Abfahrtzeit. Ist der Verkehr jetzt gerade bei dir vorbeigekommen? Ja. Diese Riesenschlange, die hatte ich eben auch gerade gehabt. Oh, da kommt schon wieder eine. Was? Wie fahrt doch weiter? Wieso fährt er nicht weiter? Ich stehe hier halb auf der Straße. Komm nicht raus. Okay, jetzt aber. Oh, ich glaube, ich muss das Head-Eye-Tracking noch ein bisschen anders da einstellen. Ich konnte jetzt irgendwie nicht richtig schön aus dem Fenster gucken. Hm. Entweder zu wenig oder zu viel. Ja, dann lasse ich dich mal durchrasen hier. So, warte mal, wo habe ich denn die Hupe hingelegt? Die hatte ich doch hier irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr, welchen Knopf. Ja, Grüße auch. Ich weiß nicht mehr, wo ich meine Hupe hingelegt habe. Nee, warte mal. Hä? Da geht's durch, oder? Ja. Boah, da kommt der nächste. Eieiei, aua. Ja, also die Autofahrer hier, die sind dezent pervers. Die sind genauso wie auf der Holzer-Map. Deswegen immer schön die Feldwege benutzen, da fahren sie nicht. Gib Gas, Junge. Ich will Spaß. Genau. Ja, aber das mit den 100.000 Litern oder so, das hört sich schon irgendwie lustig an. Da hätte man noch ein ganz schönes Package vor uns vor. Mhm. Ja gut, jetzt sehe ich gerade, der Steyr hat noch kein GPS. Gut, dann tue ich ohne ansehen. Das geht auch. So, das ist schon unsere Welt. Kann ich eigentlich ja, so drauf fahren. Wollte ich gerade sagen. Fahre ich jetzt einfach irgendwo mittendrin an. Ja, man sollte auch das Gerät auswählen, absenken. So.
gut, mal, also er zieht es schon mal. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich am Ende angelangt, oder? So, wenn ich das ein bisschen vermuten sollte, würde schätzen. 20 Minuten haben wir. Ah, das ist... Der Gacki-Timer funktioniert perfekt. Das kriege ich bei meinen Folgen irgendwie nie hin. 20 Minuten kannst du knicken. Ja. Ja, so, du bist dran. Ich bin dran. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei. Auch dem Bennett und Simon, die nehmen zwar aktuell nicht auf. Ich weiß nicht, ob sie das geplant haben. Aber die haben auf jeden Fall... Entschuldigung, ja, also Simon hat keinen Kanal, aber Bennett hat einen Kanal. Ach so. Ja, da könnt ihr ja gerne auch ein Abo und ein Däumchen da lassen. Natürlich wir zwei, die alten Veteranen, fleißig am Aufnehmen. Und ich habe es gestern im Livestream schon gesagt, wir haben da noch so eine merkwürdige Idee, die wir gerade ausspinnen. Wird wohl vermutlich noch ein bisschen dauern, bis es Früchte trägt, aber ihr könnt euch mal anschnallen, da kommt noch was Dickes auf euch zu. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir kurz und knapp wieder. Schaut beim Andi rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.